Es ist Winter in den Streuobstwiesen von Kleinwaldstadt. In den Knospen der Apfelbäume schlummert ein kleines Wunder der Natur. Anfang Mai stehen die Obstbäume in voller Blütenpracht. Aus den winzigen, unscheinbaren Knospen entfalten sich fantastische Blüten und locken Insekten an. Auch Mauerbienen, wie diese aus einem benachbarten Insektenhotel, sorgen für die Bestäubung. Die bunten Wiesen zeigen sich nun von ihrer schönsten und artenreichsten Seite. Den kurzen Gesang des Gartenrotschwanzes hört man hier noch an vielen Stellen. Dieser Zugvogel kommt erst Mitte April von seinem Winterquartier an den Untermain zurück. Er steht Pate für weitere mehr als 5000 Tier- und Pflanzenarten, die auf einer Streuobstwiese Lebensraum finden können. Stareneltern müssen aufpassen. Die Schnäbel ihrer Kleinen sind bereits sehr spitz. Diesen jungen Steinkäuzen steht die schwierigste Zeit ihres Lebens noch bevor. Hier sieht man die kleinen Eulen bei einer Beringungsaktion im Nachbarlandkreis Aschaffenburg. Es ist Sommer geworden auf der Streuobstwiese. Im September beginnt bereits die Zeit der Apfelernte. Äpfel, wie aus dem Bilderbuch, warten darauf, gepflückt oder aufgelesen zu werden. Vor einigen Jahren war dies ein Höhepunkt des Jahres und mehrere Generationen halfen mit. Nach einer kurzen Flaute sieht man heute wieder mehr Menschen, die ihre Obstwiesen pflegen und die Früchte ihrer Arbeit ernten. Viele Kleinwaldstädter Baumbesitzer bringen ihr Obst zur Apfelannahme des Aktionsbündnisses Streuobst und erhalten dafür einen höheren Preis. Für die Saftherstellung hat die Kellnerei Stenger einen Tag für den Kleinwaldstädter Apfelsaft reserviert. Nach dem Pressvorgang wird der Saft kurz erhitzt und gleich in die Flaschen gefüllt. Frischer geht es nicht. In der modernen Abfüllanlage bringen Roboter die Flaschen in die Getränkekiste und stapeln diese auf Paletten. ...7680 Flaschen in 1280 Kästen auf 20 Paletten verlassen hier die Kellnerei und sind auf dem Weg zum Getränkemarkt Ostheimer nach Kleinwaldstadt.
Der beliebte und gesunde Saft aus heimischen Streuobstwiesen bleibt nicht lange in den Regalen stehen. Beim traditionellen zünftigen Bembelobend im urigen Gewölbekeller der Zehntscheune wird der Saft erstmals der Bevölkerung präsentiert. Na denn, Prost!